Ja, Favoriten, gratuliere zu diesen 3 Punkten. Das war ein Herzstück Arbeit, das Resultat stimmt. Wie bist du mit der Leistung zufrieden von eurem Team? Ja, ich glaube, wir haben sehr gut angefangen, gerade mit dem ersten Schuss nach etwa 5 Minuten mit dem Shorty. Dann haben wir das Goal erzielen. Ich war ein bisschen glücklich, aber das nehmen wir auch so ein Goal. Dann haben wir ein bisschen gebraucht bis zur Halbzeit, aber ich würde sagen, nach der Halbzeit sind wir wieder voll da gewesen und haben den Gegner können dominieren und gewinnen, meiner Meinung nach, auch verdient mit 3-2. Das ist auf jeden Fall. Reden wir schnell über die einzelnen Goals. 1-0, das muss man zwingen, oder wie machen wir solche Goal? Ja, ich glaube, manchmal braucht es ein bisschen Glück im Spiel und das haben wir, glaube ich, heute gehabt. Und ich freue mich auch für den Silas, dass er endlich sein erstes Goal können machen und ja, das war cool gewesen. Nicht nur er hat sein erstes Goal gemacht, auch du, das ist dein erstes Super League-Goal, das du noch machen kannst. Später, wir schauen noch jetzt 1-1, wenn wir schnell darüber reden. Die Lausanner kommen dort viel besser ins Spiel und machen mehr oder weniger verdient das 1-1. Siehst du das auch so? Ja, ich sehe das auch so. Ich finde es ehrlich sehr gut davon spielen nach dem 1-0 von uns. Wir haben gut hinten rausgespielt, gut aus dem Druck rausspielen von uns. Und sie haben dann auch verdient 1-1 gemacht. Du bist eingewechselt, kurz auf Abend, der Freistoss. Weißt du, spürst, dass es reingeht? Oder wie war das? Ja, gut, von dieser Situation, also von dieser Position ist eigentlich das Wichtigste, dass man aufs Goal bringt. Weil dann muss man entweder nur noch ablenken oder den Goal irritieren. Und das war schon der Fall gewesen. Und ja, ich bin froh, dass er rein ist gegangen. Und dann wirklich nicht viele Minuten später bist du wieder beteiligt in der nächsten Szene. Der Penalty, schwer einzuschätzen für dich. Ja, meiner Meinung nach, also vom Gefühl her, war es ein Fall von Puertas. Er zieht mich am Leib und zog ihn dann am Boden. Ich denke, es hat etwas dumm ausgesehen, aber ich muss es noch einmal anschauen im Video. Aber meiner Meinung nach war es eigentlich ein Fall von Puertas. Auf jeden Fall auch echt schwierig, die Regelauslegung, dass du bist im Fallen, wenn du die Hänge nicht abnimmst, gehst du natürlich voll aufs Gesicht. Ja, wie gesagt, eben, erstens schießt er mit einer kurzen Distanz, ich kann gar nichts machen. Und zweitens, kein Jung, wer mir am Leibli zieht. Und ja, eigentlich kann ich da nicht viel machen. Schlussendlich kommt aber alles gut wegen dem Goal von Fasnacht. Auch wieder ein spannendes Goal. Der Mumi ist flanken, denke ich, oder hat er schon besprochen? Wollt er auf das Goal bringen oder wollt er eine Flanke, der Mumi? Ja, wenn er ins Goal geht, sagen natürlich alle, er hat das so wollen, aber ich glaube, er hat wohl Flanken machen, aber dass er am Schluss so nah zum Fasen kommt, ist auch ein bisschen Glück dabei gewesen. Umso wichtiger die 3 Punkte in dieser intensiven Phase von dieser Saison. Jetzt geht es weiter, der auswärts gegen Lugano und auch weiter im Auswärtsspiel. Wie schaust du auf die nächsten Wochen? Was erwartet dich da? Ja, es werden sicher wieder 2 interessante Wochen. Morgen genießen wir jetzt mal noch den freien Tag, den wir bekommen. Und dann geht es am Montag schon weiter, am Mittwoch geht es auf Lugano. Und dann kommt der gleich wieder die Champions League und wichtige Meisterschaftsspiel. Also gratuliere nochmal für Erfolg in der nächsten Partie. Ja, Vincent Sierra, auch dir gratuliere zuerst mal zu diesen 3 Punkten. Das war ein Herzstück Arbeit gewesen, nehme ich an. Ja, danke dir. Wir wollten absolut heute gewinnen vor unseren Fans und zu Hause. Wir haben das gemacht, das war nicht einfach. Aber ich glaube, mit der zweiten Halbzeit können wir zufrieden sein. Mit den ersten nicht so. Aber ja, wie gesagt, wir haben die 3 Punkte gehabt und das ist das Wichtigste heute. Das ist das Wichtigste. Er ist die ganze Zeit dran geglaubt. Das ist ja wirklich lang schwierig gewesen. Die Lausanne haben mich sehr gut herausgefordert, haben alles von euch abverlangt. Schiessa kurz vor Schluss noch einmal den Ausgleich. Habt ihr bis zum Schluss dran geglaubt? Ist das klar gewesen? Ja, ich glaube, wir sind gut gestartet. In den ersten 10-15 Minuten. Wir wurden belohnt mit diesem Tor, mit seinem Glück. Aber dann Lausanne ist gut im Spiel zurückgekommen. Und dann, ja, wir haben ein bisschen zu viele technische Fehler gehabt. Erste Halbzeit, wir waren auch ungeduldig ein bisschen. Und dann hat Lausanne auch gut gemacht, müssen wir sagen, mit dieser Vielverkette. Aber in der zweiten Halbzeit, wir waren, ich glaube, wirklich dominant. Wir haben uns viele Torchancen kreiert. Und dann auch mit 2-2, dann wir haben einfach mental Stärke gezeigt und direkt das 3-2 geschossen. Und dann, ich glaube, am Ende ist das verdient. Schuter, reden wir ja eigentlich immer darüber, wer ist besser gewesen. Heute reden wir viel über Glück und Pech. Beim 1-0 sicher glücklich, beim Penalty sehr unglücklich. Ist das gehört echt genauso zum Fußball dazu? Ja, genau. Und ich glaube, die großen Torchancen, die wir gehabt haben, wir haben die nicht als Tor gemacht. Und dann, es war ein bisschen Glück, wie du sagst, also war Glück, dieses erste Tor, dritte Tor auch ein bisschen, aber auch das Elfmeter ist unglücklich für uns. Also ich glaube, wir müssen besser unsere Chancen nutzen. Das ist absolut wichtig für den Rest der Saison. Aber was positiv ist, dass wir uns viele Torchancen kreieren. Jetzt folgen viele Auswärtsspiele in Folge. Der darf genau gleich weiterspielen oder muss man da etwas umstellen? Ist das anders als daheim? Nein, immer die gleiche Mentalität. Wir wollen dominant auch auswärts spielen. Natürlich ist es
aber spielen wir lieber vor unseren Fans. Aber wir wissen, dass auch auswärts sie werden kommen, um uns zu unterstützen und ja, einfach diese Mentalität zeigen und auswärts gewinnen. Also gratuliere zu dem Sieg und viel Glück auswärts. Dankeschön, danke, tipptopp. Ciao, ciao.